Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Nachdem es in den letzten Wochen Schlag auf Schlag ging mit dem Wiederaufbau von Skandinavien, hat nun der Europapark ein neues Artwork bzw. das erste Artwork auf Facebook veröffentlicht. Die Zeichnung zeigt die Seite des skandinavischen Dorfes, welche in Richtung des Fjordrafting steht. Beim genaueren Hinsehen wird einem jedoch auffallen, dass dieses Bild vom Europapark spiegelverkehrt in Facebook gestellt wurde. Spiegelt man das Artwork, so erhält man die klassische Häuserreihenfolge. Somit würde am Ende der skandinavischen Straße oder am Anfang, je nachdem von welcher Richtung man kommt, wieder Andersens Märchenturm stehen. Ziemlich mittig dieses Artworks befindet sich das ehemalige Gebäude, welches für die Stadt Vineta diente. Dieses soll laut Michael Mack nicht mehr aufgebaut werden. Zwischen dem Märchenturm und dem Vineta-Gebäude haben wir dann Sitzgelegenheiten und den eigentlichen Fischsnack. Das erste Gebäude auf der rechten Seite des Artworks beherbergte damals die Eisdiele. Und nicht zuletzt gab es noch einen kleinen Wikinger-Shop, der Stadt Vineta angegliedert war. Bei der gezeigten Häuserzeile handelt es sich jedoch vermutlich um die Rückseite des skandinavischen Dorfes, also das, was man sieht, wenn man von der Stabkirche oder der Schiffschaukel blickt. Das neue Artwork gefällt mir aufgrund der kleinen Veränderungen doch relativ gut und ich bin gespannt, wie dieses in Realität umgesetzt wird. Dann wird sich auch zeigen, ob die genannten Shops und Einrichtungen wieder einen Platz in Skandinavien finden werden, bis auf Vineta natürlich. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das neu gezeigte Artwork findet und ob ihr euch auf das wiederaufgebaute Skandinavien freut. Und von mir war's das jetzt. Bis dahin bleibt dran. Ciao.